Hallöchen, willkommen zum 29. Part von Super Mario Galaxy und ich wünsche euch allen nachträglich frohe Weihnachten. Wir haben nun Badezimmer, Terrasse, Küche, Schlafzimmer abgeschlossen. Nun geht's in den Maschinenraum. Also, los geht's. Da ist der Abschlussraum. So, also ich wünsche euch mal alle nachträglichen frohe Weihnachten oder was auch immer für Feiertag gefeiert. Aber ich denke mal schon, die meisten freien Weihnachten, die mir zugucken. Und, würde ich wundern, was habt ihr so Schönes zu Heiligabend bekommen? Ich habe einen Haufen T-Shirts und Schokolade bekommen, also damit kann ich durchaus leben. Und meine Capture Card kommt erst in einigen Tagen. Also da können wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber nun geht es zur Spielzeugschachtel Galaxie, um auch diese abzuschließen. Ich bin gespannt. Im Anflug, lila Komet. So, lila Münzen auf Luigi. Oh, ho, 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 wir sind hier. Stimmt. Oh yay, auf Zeit auch noch. Oh, perfekt. Und bin ich eingespielt. Super. Wie gesagt, ich bin nicht eingespielt. Muss mich aufwärmen. Wird sehr failig hier jetzt, das sehe ich. Auch wenn ich es natürlich auf der Switch beim First Try geschafft habe. Ja, das wird sehr failig hier. Boah, ich weiß gar nicht, ich muss mir irgendeine Strategie überlegen für diesen Stern hier. Ey, ich spring irgendwie immer so komisch schräg. So jetzt, oh Gott. Das wird so scheiße laufen, ich sag's euch. Oh je, Wii Fernbedienung kickt wieder. Die kickt schon wieder richtig rein. An der Stelle wünsche ich hätte wieder die... Oh mein Gott, ich hab's beim ersten Sprung geschafft. Ich Monster, ich. Ich bin so kacke. Ich bin überhaupt nicht aufgewärmt. Es ist kurz vor zwei. Okay, ich lasse mal die Sterne hier und ich kümmere mich um die anderen. Wir sind hier mehr als 100 Sterne, Münzen, ja oder nein? Das würde mich jetzt... Das frage ich mich jetzt. Weil wenn hier mehr als 100 sind, ist es sehr geil. Falls nicht und ich muss alle sammeln, ist natürlich scheiße. Ich denke, muss ich nicht sagen. Ich glaube, das wissen die meisten von euch. Okay. Alles ziemlich scheiße hier. Aber ich glaube, es sind mehr als 100 hier. Und falls nicht, ja, gearscht, ne? Dark Bean. Gearscht bist du. Oh, jetzt erst recht. Weil die Kamera sich denkt, ich drehe mich nicht, obwohl du auf Steuerkreuz hämmerst wie ein Irrer. Ich hatte den Stern gar nicht so schwer in Erinnerung. Warum ist der so schwer? Schon wieder schief gesprungen, ey, holy fuck. Okay, die eine kann ich auslassen.
Ja, ich habe definitiv Stammvertreter gemacht. Hundertprozentig Spiel. Ohne jeden Zweifel. Das ist wahrscheinlich die größte Blamage, die ich mir jemals unterziehen werde. Mit Abstand. Hallo, rechts! Ich kann durchdrehen. Wieder durchdrehen. Boah, das war noch knapp. Schüttel doch! Schüttel doch! Oh, Kamera darfst du nicht bewegen. Ich habe by the way gerade Z gedrückt, aber er wollte nicht springen. Oh, bin ich glücklich, dass ich mich bald nicht mehr bei solchen Spielen mit dem Emulator rumschlagen muss, sondern ich einfach meine fucking Switch anschließen darf. Aber ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich drüber freue. Ihr hört, wie ich drücke. Ihr hört es hundertprozentig genau. Aber passiert irgendwas, wenn ich drücke? Nein, tut es nicht. Warum sollte es auch? Ey, die Perspektive, ne? Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen bei dieser Drecksansicht. Schon wieder, ich... Ja, so kann man es natürlich auch machen. Gehen wir eine andere Strecke hier. Gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal hier irgendwie so komisch entlang. Ich glaube, hier das ganze Zeug einzeln in der Menge. Ja, es sind definitiv mehr als 100 Münzen hier. Aber ich bin jetzt schon bei 65. Ja, ja, okay, gut. Geschafft. Also noch nicht, aber jetzt. Oh Gott, war das fehlig. Oh, tut mir leid. Oh Gott, ey. Es war so unnötig fehlig. Tut mir so leid. War echt epic fail von mir. Ist egal. Wir haben's. Wir haben's. Okay. Auch diese Galaxie ist komplett perfekt. So. Gut. Oh, im Maschinenraum ist gleich der nächste. Perfekt. Und zwar im Herbstwald. Das war, glaube ich, ein relativ gechillter, was ich mich erinnere. Ich glaube, der war relativ gechillt. Lila Münzen im farbenfrohen Wald. Ich glaube, hier hast du keine Zeitbeschränkung. Ich glaube, hier kannst du dir Zeit lassen, wie du willst. Nein, du kannst hier keine Zeit lassen. Gut. Das Zeitlimit ist sehr großzügig. Auch so, du bremst natürlich mitten in der Luft ab, Mario, ist natürlich auch so eine Option. Aber ich glaube, hier sind alle Münzen auf dem Weg. Also hier kannst du schlecht eine übersehen. So.
20. Okay, gut. Wir kriegen hier sogar. Danke fürs Nicht-Reagieren, Wiimote. Ich liebe Bluetooth, ne? Es ist so verlässlich. Ich weiß, es liegt nicht an der Wii-Fernbedienung, es liegt eigentlich am Bluetooth von meinem PC. Mein PC hat kein eingebautes Bluetooth, sondern ich brauche einen Adapter. Ich glaube, der Adapter ist nicht der beste. So, 50? Yep, okay. Beiden hier sehr. Für wen hält die mich? So, 63, 2 Minuten noch. Okay. So, 70, ja, okay. So, bring mich rüber. Boah. Mario, du solltest keinen Seitwärtssprung machen. Du sollst dich ducken. Oder noch die 10 hier. Boah, super knapp, oder? 90? Ja, 90. Okay, wir haben alle. Also doch. Gechillter als gedacht. Noch eine Minute. Ist mehr als genug Zeit, um die letzten 3 Münzen, die wir hier sehen, einzusammeln. Oh, imagine Mario springt. Imagine that. So, und wir werden üben 40 Sekunden. Das geht völlig klar. Tut mir leid, dass ich da am Ende nochmal die Damage boost. Bin aber ganz ehrlich. Das macht jetzt auch keinen Unterschied. Nächster Stern. Der war ganz nett. Der war ganz chillig. Mal einer ohne Zeitlimit. Hör, wie wäre das? Noch 4 Sterne. So, wo ist der nächste? Ist der jetzt? Ne, der nächste ist in der Loft. Auf zur Loft. Zur Loft geht's hier lang. Alles klar. Ab geht's. Die Loft ist hier. Und welcher Stern ist es? Ah, im Höhlenverlies. Ich glaube, das war kein Zeitlimit. Ich glaube, da konnten wir uns Zeit lassen. Dann machen wir es mal. Im Anflug auf lila Komet. Lila Münzen auf dem Geisterschiff. Ich glaube, hier war es nicht schwer. Ich glaube, hier war es ja auf dieses Schiffsareal limitiert, also. Oder? Yep, und wir haben kein Zeitlimit. So, und wenn man ein gutes Auge gehabt hat, sieht man, dass da unten, glaube ich, welche sind. Ja. Ah ja, und wir können unter Wasser zum Glück schütteln, um die Münzen einzusammeln. Und müssen sie nicht direkt einsammeln. Oder auch nicht. Na, Münze. So. Es waren noch 3 gesehen unter einer. Unter einer Plattform, aber wo war das denn? Da, 2. Kommt beide her. Schön.
So, dann haben wir die ersten 13, die relativ asozial versteckt waren. Welche sind wahrscheinlich in den Kisten? Also schon die Kisten kaputt machen. Hey Toad, kannst du die kaputt machen? Captain Toad hat eigentlich so ein Licht dran. Wäre doch lustig, wenn der die Geister kaputt machen könnte. Beg me pardon. Warum ist er gerade im Licht nicht gestorben? Der schon wieder mit seiner unnötigen Spitzhacke, ne? Ey, Mario! Beweg dich so, wie ich dir sage. Ich Bluetooth, ich nicht, muss funktionieren. Aber hier ist, glaube ich, relativ chillig. Ah, Moment, da ist noch was. Schatten sei Dank. Da ist auch nochmal eine. So, dann, bevor wir aufs Schiff gehen, sage ich mal, gehen wir noch unter Wasser und sammeln die Münzen ein, weil die sind die nervigsten. Weil niemand mag unter Wasser. Ganz ehrlich. Nintendo kann einfach nichts mit Wasser leveln. Mario waren Wasserlevel immer die schlimmsten. Zelda waren die Wasserdungeons immer die schlimmsten. Nintendo kann einfach keine Wasserlevel machen. Wasser ist immer die nervigste Mechanik in jedem Nintendo-Spiel. Change my mind. You can't. You can't. Ihr könnt meine Mind nicht changen. Das geht nicht. Mario-Spiele oder Zelda-Spiele oder generell Nintendo-Spiele im Wasser immer nervig. Es gibt vielleicht Ausnahmen, aber auch in den 2D-Marios. Die machen auch die nervigsten Gegner im Wasser, ganz ehrlich. Dieser Fisch, der dich mit einem Mal auffrisst, dieser Drecksfisch, der gepanzerte Fisch da, der immer wieder kommt, selbst wenn du ihn besiegst. Ne, ihr wisst schon, wie ich meine. So, dann hier die Münzen. Dann sind da drüben nochmal zwei. Ich glaube, das waren alle im Wasser. Oder? Oh ne, außerhalb am Schiff sind noch welche. Das waren viele, holy fuck. Ich mag diese Musik, die ist irgendwie so scary. Ich meine, das passt zur Atmosphäre natürlich, aber vielleicht mehr eher Piraten angehauchte Version. Hallo, spring. Braver Junge. Ob hier springen. Psst, sehr überhaupt nicht nervig. Dankeschön, Nintendo. Erste. Zweite. Ah ne, zu der kommen wir auch übers Schiff. Sind hier oben am Schiff noch welche? Nicht, oder? Gut. Auf der Plattform bei Toad ist noch einer. Da ist noch eine im Wasser. Was? Die habe ich übersehen. Wie denn? Na gut, dann haben wir sie jetzt. Halt! Ich habe nicht Z gedrückt. Oh, da hinten ist noch eine. What? Wie viele habe ich gesehen da? Warum drehst du auf einmal die Kamera so viel?
Mach mal das Feuer aus, aber ne, da kommen nur gelbe Münzen. Bling, bling, bling. So, gib die Münze her. Ich sag die Münze her. So. Ja, die eine Münze, viel brauchen wir. Nicht runterrutschen. Oh Gott. Okay, hier unten waren das alles noch die da oben. Ich habe da eine gesehen. Ich habe hier die zwei gesehen. Wie kommen hier an die denn ran? Also ich glaube, die muss ich aber beim Fallen einfach einsammeln. Perfekt. So. Um die Münzen in der Ferne aufzuhalten, musst du einen Hechtsprung machen, oder? Danke, da bin ich jetzt von alleine nicht drauf gekommen. So. Guck ich nochmal im Wasser, wie viel eine übersehen, weil ich glaube, mir fehlen drei. Ich habe da oben noch die zwei am Pfahl und dann fehlen noch drei. Diese drei dann sind, keine Ahnung. Der Tod hier lag im Wasser, juhu. Was ist denn so juhu, Tota? Jetzt, wie komme ich an die ran? Einfach mit dem Hochsprung, Wandsprung-Trick, der hier am Pfahl irgendwie nicht funktioniert, weil ich durch den Pfahl gehe. Hallo, beweg dich doch. So. So komme ich da nicht hoch. Aber mit dem Pfahl komme ich da auch nicht hoch. Oder fallen die runter, wenn ich eine Stampfattacke mache? Aber scheint nicht so. Wie komme ich an diese Münze da ran? Oder ich mache hier Triple Jump. Denn ich will. Ich glaube nicht mal mit dem Triple Jump würde ich rankommen. Hä, wie zum Fick komme ich da ran? Runterschießen ist es, glaube ich, nicht, oder? Nee. Ah, jetzt auf einmal ging's. Gut, wo fehlen mir denn noch? Wo könnten noch welche sein? So, jetzt noch das letzte Rätsel. Wo könnten die letzten drei Münzen sein? Weil im Wasser war, glaube ich, nichts mehr. Aber ich gucke mal nach. Vielleicht übersehe ich ja noch was ganz Wichtiges. Hast du noch was zu sagen? Ich habe das Schiff fix auf dem Bodensee. Der See ist fixiert. Das ist sehr schön. Mal das Schiff von unten betrachten. Aber
Hier ist nichts mehr. Wenn ich den Grund betrachte, hier ist auch nichts mehr. Unter der Treppe, maybe. Oh ne, da hätte ich es ja gesehen. Oder auch nicht, weil die Kamera scheiße ist. Ich auch nicht. Ein Geist, ja super. Ist hier unten noch was, was ich übersehen habe? Was eigentlich nicht sein dürfte. Eigentlich nicht. Ich hab auch hier alles eingesammelt. Was sind die letzten drei? Sind sie? Also ich sehe sie nicht. Oder irgendwie hier unten. Wenn ich hier das Ding einsehen kann. Wo sind die letzten drei Münzen? Ich weiß es nicht. Bevor ihr euch hier noch zu sehr langweilt, ich pausiere mal kurz und dann gucke ich mal, wo hier die letzten drei Münzen sind. Bis gleich. Da sehe ich doch glatt eine. Sind das auch alle drei da nebeneinander? Das wäre ganz praktisch. Ja, da sind sie alle drei. Oh Gott, peinlich. Aber hey. Lieber so spät gefunden als gar nicht, ne? Und dann würde ich sagen, ist das genug für diesen Part. Ich glaube, ich habe mich lang genug mit den Münzen gelangweilt. Deswegen sage ich auch schon mal, lasst einen Daumen nach oben da, falls euch der Part gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, um ihn zu unterstützen, und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Super Mario Galaxy, der wahrscheinlich der letzte sein wird. Oder vorletzte. Kommt drauf an, ob ihr den Bonus noch mitzählt oder nicht. Aber es fehlen uns nur noch 3 Sterne. Und im nächsten Part schließen wir dann den Maschinenraum ab, oder? Ich hoffe es doch. Oder? Ja, im nächsten Part geht's an den Maschinenraum. Also, wie gesagt, bis dann und ciao.